Ich will es mal so ausdrücken, wir haben ihn endlich. Einen neuen Obi-Wans Jedi Sternenjäger. Und nicht nur das, wir haben auch tatsächlich das allererste Mal eine Kaminoanerin oder eine Kaminoaner-Figur mit dabei bei diesem wunderschönen Set namens Obi-Wans Sternenjäger, Set Nummer 75333 aus der Sommerwelle 2022. Lange, lange hat es gedauert, aber wir haben wieder einen Jedi-Sternenjäger. Ich freue mich sehr. Jedoch bevor wir zum Sternenjäger kommen und ich euch meine Meinung da mal geige, zuerst wieder zu den Minifiguren. Das wäre in dem Fall hier als allererstes Obi-Wan Kenobi in seinem bedruckten Cape-Robe-Outfit. Also die standardmäßige Jedi-Roben-Bedruckung. Und er hat hier nur die Standard-Variante der Jedi-Robe. Also leider kein Cape oder Umhang. Das ist jetzt hier nur an den Seiten immer drauf gedruckt. Bei den neueren Figuren. Ich glaube nicht nochmal, dass irgendwie eine Figur mit Cape kommen wird. Da wollen die sich Materialkosten ersparen. Stattdessen kommen die jetzt mit dieser aufgeprinteten Robe daher und verkaufen das uns als gut. Aber ganz nett mit dieser zweiten zweiten Gesichtsbedruckung, und zwar wie er dann dieses Headset aufhat. Das ist ganz schick gemacht. Er hat nämlich auch dann auf der Rückseite diese etwas gelangweilte Version seines Gesichts, so nach dem Motto, oh nee, muss ich jetzt mit den Kaminoanern sprechen. Aber die Figur kommt nicht nur so, die hat nämlich auch exklusiv für dieses Set diese Kapuze mit dabei, damit die Robe auch abgeschlossener wirkt. Natürlich müsste man dafür eigentlich den Kopf nochmal drehen. So, zack, dann Kapuze auf. Jetzt wirkt die Figur irgendwie noch langweiliger oder gelangweilter, als sie schon vorhinein war. Ich finde, bei Obi-Wan kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Den kann man bei so einem Set, ich meine, es ist ja Obi-Wan C, die Sternenjäger, aber Obi-Wan, den kann man immer mit dazu packen. Vor allem, weil es endlich mal wieder ein Episode 2 Obi-Wan ist. Ich meine, wie lange hatten wir denn schon keine Episode 2 Sets mehr? Das ist krass. So, dann, was es auch schon lange nicht mehr gab, ist die Figur. Ja, jetzt muss ich gerade mal selbst gucken. R4P17 heißt dieser Astromech-Druide. Sehr schön, hatten wir auch schon Ewigkeiten nicht. Also ich glaube, das letzte Mal, wo der rausgekommen ist, war bei diesem Obi-Wans Jedi Interceptor mit Hyperraumring. Ich meine, da ist der das letzte Mal mit rausgekommen. Hat keine Rückenbedruckung, nur hier vorne diese Standardbedruckung. Und dann halt, das kennt man ja vom R2D2 auch hier, die Filmvariante des Astromechs mit in Rot halt. Die Highlight-Figur des Sets, Tuan Hui, die Kaminoanerin, oder man kann es auch eigentlich generell als eine Standard-Kaminoanerin verzeichnen, also ein Kaminoaner oder eine Kaminoanerin, ist ja eigentlich kackegal, hat einen langen Hals, von daher Kaminoaner. Ganz schick gemacht, es gab ja die Theorie, dass die Kaminoaner mit so einem Friends-Körper, also Lego-Friends-Körper rauskommen. Hielt ich persönlich für nicht realistisch, weil es nicht viele Star-Wars-Figuren gibt, die von diesem Standardmuster abweichen. Nur um euch mal dann zu verdeutlichen, wie viel größer die ist. Das hier ist Obi-Wan rechts und die Kaminoanerin ist links. Das ist schon ein ziemlich deutlicher Unterschied, welcher nur durch diesen Kopf gemacht wird. Ist ein sehr, sehr schönes Mold, Kopfmold, und vor allem hier auch oben drauf geprintet. Also hier ist so der Kopfschmuck, der ist oben drauf gedruckt worden. Ich würde sie auch bestimmt feiern, wenn sie nicht mit diesem neuen Rock-Mold-Stein-Dings daherkommt. Aber sie ist sogar hier hinten drauf bedruckt. Also diese Kaminoaner-Figur hat sogar hier hinten drauf Bedruckung. Das ist doch mal... da haben die sich Mühe gegeben im Gegensatz zum Sternenjäger. Was ich an der Figur als einziges nicht so wirklich feiere, ist hier diese schwarzen Zwischenräume, die so die Figur ein bisschen schlanker wirken lassen sollen. Das hätten die auch in einen graueren Ton machen können. So wirklich schlank wirkt die Figur durch diese schwarzen Abgliederungen nicht wirklich. Ja, bevor es zum Sternenjäger kommt, nochmal ganz kurz die Box. Das ist dann die hier mit Kamino, mit der Stadt im Hintergrund. Jede Menge Wasser, Darth Vader da unten und die Abenteuer der Rückseite mit den verschiedenen Funktionen. Schaut euch gerne mein Unboxing an, da erläutere ich das noch ein bisschen genauer. So, und nun zum Punkt, worauf ihr alle gewartet habt. Der Jedi-Sternenjäger, welcher von Stickern nur so verpestet ist. Ich zeig's euch mal. Da ist ein Sticker, zwei Sticker, drei Sticker, vier Sticker, fünf Sticker, sechs Sticker, sieben Sticker, acht Sticker, neun Sticker, zehn Sticker, elf Sticker, zwölf Sticker, 13, 14, 15, 15 schöne Sticker in einem kleinen Set. Ist das nicht wunderschön? Also ich glaube, so eine große Sticker-Pest, die kann man jetzt in den nächsten Jahren erst gar nicht übertreffen. Das ist schon das Highlight der Sticker-Unglaubwürdigkeit. Und so gern ich auch Jedi-Sternenjäger mag, aber warum müsst ihr denn immer Aufkleber dazulegen? Ich verstehe es nicht. So, zum allgemeinen Design her, er wirkt
ein bisschen breit. Also im Gegensatz zur Clone Wars Ausführung, da habe ich mal ein Beispielset mitgebracht und zwar den Jedi-Sternjäger von Cece Tin aus Star Wars The Clone Wars. Da merkt man schon allein, dass der von Obi-Wan deutlich kürzer ist und auch ein bisschen breiter ist. Also der läuft wesentlich schmaler zu. Ich weiß, okay, es ist Clone Wars, das ist aus den Filmen, ich weiß. Aber sie hätten sich da mal wenigstens ein schönes Beispiel dran nehmen können. Vor allem auch an den Lücken, die wir hier haben. Ihr seht es ja selbst, wenn man hier oben raufschaut, da sind mächtige Lücken drin. Mächtige Lücken. Und das sieht scheiße aus. Also ganz ehrlich, das hätten die auch ruhig hier machen können, wo sie die Flügel oder die Seitenpaneele unter das Oberteil runtergeklemmt haben. Hier haben sie es einfach nur an der Seite rangemacht. Also da waren sie schön faul gewesen beim Design. Auch was ich negativ anrechnen muss, ist, dass wenn ihr den Sternjäger, logischerweise hält man den ja von hinten und wenn man den hier hinten hält, dann muss man ja auch zupacken. Und wenn man zudrückt, dann schiebt ihr quasi die Flügel weiter zusammen und hier vorne entsteht nur noch eine größere Lücke. Also ich... So, das ist normal. Wenn man hier aber hinten zudrücken will, dann vergrößert es sich gleich wieder. Also totaler Bullshit. Man kann das Set im Prinzip nur so halten, damit sich an den Flügeln nichts verrutscht. Und dann könnt ihr damit so ein bisschen hin und her fliegen, weil die sind halt nur mit Hilfe von diesen zwei Technik-Pins an den Seiten rangemacht. Ist ein einfaches Konstrukt, aber hält halt nicht wirklich gut. So, dann schnell zur Unterseite des Jägers. Hier haben wir jeweils zwei Clips. Warum auch immer zwei? Weil Obi-Wan hat ja nur ein Lichtschwert. Das könnt ihr dann dort ranklippen. Demonstration. Zack. Da ist es. Und das fällt auch nicht wirklich auf. Ist schön versteckt darunter. Dann hier habt ihr tatsächlich nur einen Standfuß. Einen. Und das möchte ich mal so ausdrücken. Wenn der Jäger jetzt so steht. Und ihr merkt schon, es hat bestimmt gerade ordentlich gewackelt im Video. Und man kann diesen Jäger auf Anhieb zwar hinstellen, aber es wackelt halt. Der stellt sich nicht von selbst wieder auf. Also auch so eine Sache, welches dieses Set hier enorm besser gemacht hat. Es hat nämlich drei Standfüße und da wackelt nichts. Und es richtet sich auch selbst wieder auf. Also man merkt wirklich, die sparen an jeder Ecke. Deswegen haben sie hier auch links und rechts die Füße nicht gemacht, sondern hier einfach so ein Knubbel mit bestehend aus drei Teilen dran gesetzt, welcher als hintere Stütze dient. Kommen wir dann mal von der Unterseite zur Vorderseite und zwar zum Cockpit diesmal. Hier drinnen wird dann nämlich unser Obi-Wan sitzen und ich muss sagen, das Cockpit ist wirklich schön gemacht. Also gerade diese Sitzlehne hier, welche mit diesem 1x1-Clip gemacht worden ist, das Teil hier ist tatsächlich bedruckt. Man glaubt es kaum, aber es ist bedruckt. So, Demonstration. Zack. Was ich als einziges an dem Cockpit negativ ansprechen muss, ist, dass Obi-Wan seine Hände nicht reinkriegt. Der muss die nämlich immer dann oben drauf haben. Aber ansonsten sitzt er da ganz schick drinne. So, das ist ja natürlich nicht die einzige Figur, die ihr in dem Sternjäger mitnehmen könnt. Die P-17-Figur kann nämlich auch mit. Dazu müsst ihr dann einfach nur ganz brutal den Kopf abtrennen. Und dann könnt ihr den Kopf hier vorne draufsetzen auf diese Drehplatte und dann kann der hier seine Runden drehen, der Astromech. Ein bisschen blöd ist halt, dass hier wegen der Laserkanone, dass sich das nicht komplett um 360 Grad drehen kann, weil es immer da an der Ecke dran hakt. Da muss man immer ein bisschen nachschieben und dann passt es soweit. So, dann fragt man sich natürlich, wohin jetzt mit dem Körper von P17, welcher hier so einsam rumsteht. Da könnt ihr nämlich hier, wow, das Geheimfach des Sternjägers, da könnt ihr dann den Körper reinflezen. So, zack, der sitzt dann da gemütlich und wartet dann auf seinen Kopf. Könnt ihn dann wieder zumachen, die Klappe, und dann ist er verstaut. Was ich ein bisschen blöd finde jetzt allerdings, ist, dass ihr die Kapuze vom Obi-Wan nicht mitnehmen könnt, weil schließlich da ist der Körper drin und die Kapuze passt da nicht rein. Ich habe schon versucht, die Kapuze hier hinten irgendwie zu verstauen da drinne, aber das klappt nicht so ganz, weil dann, obwohl, naja, sieht zwar fast so wie Co-Pilot da hinten, aber sonst gibt es keine Möglichkeit weiter, die zu verstauen. Oh, ja, so viel zu den Teilen. Qualität wird hier schließlich groß geschrieben. So, und dann haben wir natürlich noch eine große Play-Funktion des Sternjägers. So, und zwar können wir dann mal Tuan Hui nehmen. Nachdem die Verhandlungen so erfolgreich abgeschlossen worden sind, könnt ihr dann nämlich hier auf diese neuwertigen Stud-Shooter setzen und bam. Oh, der ging daneben. Okay, der ging auch daneben. Ihr versteht das Prinzip. Und zwar sind das hier nämlich diese neuen Laserkanonen-Stud-Shooter, wo ihr dann die kleinen 1x1-Studs reinstecken könnt. Und zwar nicht mehr quer, sondern längs. Muss ich sagen, sieht sogar besser aus als die alten Stud-Shooter. Die mag ich hier mehr. Habt ihr aber auch nur zwei Stück an der Zahl. Bei dem aus Star Wars The Clone Wars, da sind das noch Flick-Fire-Missiles gewesen. Aber immerhin vier Stück. Also was ist denn da los? Da wird ja wirklich an jeder Ecke gespart.
Dann kommen wir noch mal ein bisschen zur Detailarbeit. Hier haben wir den etwas schief aufgebrachten Sticker, der das Logo der Republik trägt. Dann hier hinten ebenfalls noch mal Republik-Logo und einige Musterungen des Jägers. Alles nur Sticker-Details leider. So, dann haben wir aber noch eine Kleinigkeit anzunehmen. Und zwar ist es ja ein Episode 2 Set und mithilfe dieser beigelieferten Mini-Antenne oder Radarschüssel könnt ihr auch ein paar Episode 2 Szenen nachspielen. Da könnt ihr dann hier die einfach zack auf die Pin, auf den Pin links oder rechts dann aufsetzen und dann quasi versuchen, Anakin zu kontaktieren, der irgendwo auf Tatooine sitzt und genüsslich blaue Milch schlürft oder eben den Rat der Jedi. Aber fest steht, ich finde es schön, dass die so eine Radarschüssel mitgeliefert haben. Als kleines Secret Easter Egg. Könnt ihr auch dran lassen übrigens beim Fliegen, stört nicht. Ja, abschließendes Fazit zu dem Set. Man kann es sich gönnen. Ja, also ich bin jetzt kein extremer Gegner des Sets. Vor allem nicht, weil es hat eine Kaminoan-Figur dabei. Also warum nicht? Holt es euch. Klar, von den Spielfeaturen her und vom Aussehen, gerade wegen den Lücken hier, lässt das, und den ganzen Stickern, lässt das ein bisschen zu wünschen übrig. Aber ich finde vor allem von den ganzen Möglichkeiten her, hier Figuren zu verstauen. Ich meine, ihr könnt hier Astromech und Obi Waren mitnehmen, was will man mehr? Und sind wir mal ganz ehrlich, unter uns Lego-Sammlern, das hier ist der einzige Kaufgrund. Aber es fügt sich immerhin doch recht gut in den Rest der Sammlung ein hier. Von daher würde ich sagen, also 6 von 10 Punkten kriegt es auf meiner Skala. Ja, und dann war es mit dem Video zu diesem neuen Obi-Wan CD Sternenjäger. Ich verlinke euch das Produkt wie immer in der Beschreibung. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.